Wieder getroffen, man kennt sich in Braunschweig, habe ich das Gefühl. Das ist gut so einerseits, aber es gibt auch Nachwuchs, das ist noch viel besser. Nachwuchs, jawohl. Und das war, es ist sozusagen auch schon Stichwort zu dem, was wir heute besprechen wollen. Was heute diskutiert wird. Alle macht den Reden zur Geschichte und Aktualität der Rätedemokratie. Ich freue mich, dass Professor Michael Buckmiller aus Hannover nach Braunschweig gekommen ist. Und Bernd Röttger, unser Spezialist für Räte und Gramsci und so weiter in Braunschweig. Ich freue mich, dass ihr beiden heute Abend, ich weiß nicht, wie ihr es geplant habt oder dazu sagt, gleich noch Lars einiges mehr, Nils einiges mehr, Entschuldigung, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir vom DGB, also mein Name ist Harry Volkmann vom DGB, wir machen diese Veranstaltung gemeinsam mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung, aber wir sind sozusagen nur das Anhängsel. Das Ganze läuft in diesem Gesamtprojekt, das wir beim Deutschen Gewerkschaftsbund gemacht haben. Und das mit der Jugend, was ich vorhin kurz angedeutet habe, das ist ein wesentliches Element. Vor 100 Jahren waren die Jugendlichen und die Frauen das treibende Element der gesamten Auseinandersetzung, der gesellschaftlichen Auseinandersetzung in Braunschweig. Also deren Jugendlichen Hut ab für den Mut, den sie damals aufgebracht haben, aber sie waren auch, das muss man auch sagen, sie waren auch marxistisch geschult. Sie haben sich nämlich seit 1908 getroffen im Bildungsverein und haben sich geschult auf die Zukunft. Also sie hatten Utopien entwickelt für eine neue Gesellschaft. Und diese neue Gesellschaft, das sollte eine Rätegesellschaft werden, eine Rätedemokratie werden. Dazu werden wir heute Abend einiges hören. Darauf freue ich mich schon sehr. Ich bin gespannt, wie wir das in die heutige Zeit übertragen können. Also mit mehr Bürgerbeteiligung und so weiter und so weiter. Das ist eines der wesentlichen Elemente, die wir beim DGB von Anfang an, als wir vor anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren mit diesem Projekt begonnen haben, mit der Novemberrevolution, das Ganze aufzuarbeiten. Das war eines der wesentlichen Elemente, die wir zugrunde gelegt haben für unsere Arbeit. Wir wollten das, was vor 100 Jahren ist, nicht nur historisch betrachten, also rückwärts gewandt, sondern wir wollten schauen, was kann man davon mitnehmen in die Zukunft. Also wie soll die Demokratie sich weiterentwickeln? Denn diese Demokratie, das ist ja auch unser wesentliches Motto sozusagen, Baustelle Demokratie, das meinen wir sehr ernst, weil diese Baustelle bedeutet eben, dass man ständig dran weiterarbeiten muss. Es gibt kein Ende dieser Demokratie. Ob wir dann irgendwann in einer Rätedemokratie enden oder in was für einer Demokratie überhaupt, das wird man dann in Zukunft sehen. Aber unsere Aufgabe von allen, die heute aktiv politisch sind, heißt es, weiter an der Demokratie zu arbeiten. Wir haben verschiedene Elemente beim DGB dazu entwickelt, wie man sich einbringen kann. Wir haben eine super gute Wanderausstellung, die ab 15.10. jetzt am Montag auch im Gewerkschaftshaus für 14 Tage öffentlich zu sehen ist. Die war jetzt schon in einigen Schulen zu sehen, aber da kommt man ja nicht so ohne weiteres ran. Wir haben eine super, super, super gute, geile Webseite gemacht. novemberrevolutionbraunschweig.de, in einem Wort geschrieben, groß, klein, ist egal, in einem Wort durchgeschrieben, da könnt ihr alle Informationen, die wir bisher erarbeitet haben, nachlesen. Es gibt Führungen zu Braunschweig, da kann man sich anmelden beim DGB, wenn man auf den Spuren der Revolution durch Braunschweig wandern will und an den verschiedenen Gebäuden, Münzstraße, Polizeigebäude, oder auch auf dem Hagenmarkt, dort wo früher viele Demonstrationen begonnen und viele Kundgebungen stattfanden. Dort kann man sich rückwärts gewandt, aber auch wiederum nach vorne schauend informieren lassen von unseren Spaziergängern. Dazu sage ich jetzt nichts weiter, warum das Spaziergänger heißt. Ich freue mich auf heute Abend, auf eine spannende Diskussion, auf ein spannendes Gespräch hier vorne auf dem Podium.
und viel Spaß. Danke. Ja, Hansi, herzlichen Dank. Schönen guten Abend, herzlich willkommen auch von uns hier vorne. Mein Name ist Nils Merten, ich bin Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir sind heute, wie Hansi schon gesagt hatte, gerade Mitveranstalter dieses Abends. Wir haben uns überlegt, oder wir bedanken uns erstmal, dass wir Teil dieser Reihe sein dürfen, hier gerade in Braunschweig, in einer Stadt, wo nicht nur 100 Jahre Novemberrevolution gefeiert wird, sondern auch das Jubiläum der Sozialistischen Republik Braunschweig ansteht. Das ist für uns was ganz Besonderes. Auch wenn unsere Namensgeberin ja zumindest am Rande mit der Revolution zu tun hatte, möchte ich mal sagen. Ja, und daher finden wir das sehr schön, dass wir heute Teil dieser Reihe sein können und ja, freuen uns auch sehr, dass so viele Leute heute bei diesem doch sehr schönen Herbstwetter hier noch hergefunden haben. Der heutige Abend ist der erste Teil einer zweiteiligen Veranstaltung. Wir möchten uns morgen nochmal vertiefend in einem Tages-Halbtagesseminar damit beschäftigen, nochmal das, was wir heute besprochen haben, vertiefen, aber vielleicht neue Fragen aufwerfen. Da sind sogar noch einige wenige Plätze frei, also wer heute Abend Lust drauf kriegen sollte, morgen daran teilzunehmen. Es wird auch ein Mittagessen geben, kostenlos, also von uns übernommen, also für die, die vielleicht keine Lust haben, aber der Kühlschrank ist leer. Auch deswegen würde es sich lohnen, morgen vorbeizukommen. Nein. Ja, wir haben den heutigen Abend unterschrieben mit der Parole, alle Macht den Räten. Eine sehr knackige Parole, wie ich finde. Haben es unterschrieben mit dem Untertitel zu Geschichte und Aktualität der Rätebewegung, der Rätedemokratie. Für uns als Stiftung ist es immer wichtig, wenn wir uns mit historischen Ereignissen, mit geschichtlichen Entwicklungen beschäftigen, dass wir das nicht aus einer rein historisierenden Sicht machen. Also Geschichte ist für uns in den wenigsten Fällen etwas, was man abhaken kann, was man in eine Kiste tut, wo man einen Deckel drauf macht, das ins Regal stellt, wo es verstaubt und dann wie die Urlaubsbilder ein paar Jahre rausholt und man wieder anguckt, Mensch, das war eine schöne Zeit oder es war ein ganz fürchterlicher Urlaub. Sondern wir versuchen uns immer mit Geschichte zu befassen vor dem Hintergrund aktueller Fragen. Also auch zu schauen, was hat die Menschen umgetrieben, was waren ihre Fragen, wie haben sie die Welt um sich herum gesehen, mit welchen Problemen waren sie konfrontiert und welche Antworten haben sie darauf gefunden. Und das sind natürlich auch Fragen, die wir uns überall stellen. Auch als Linke gerade sind wir mit vielfachen gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Und wieso sich da die Rätedemokratie insbesondere anbietet, sich damit mal wieder zu beschäftigen, sie ist ja wirklich ein bisschen verstaubt. Also ich habe in der Universität nie was darüber gelernt, außer von Michael Buckmiller, der neben mir sitzt. Dazu war später noch was. Und auch in den Schulbüchern spielt sowas eigentlich keine Rolle mehr. Genau, spannend finden wir daran, dass die Fragen, die also zu diesem Hintergedanken, zu dieser Idee, wir müssen ein Konzept entwickeln, wir müssen uns Fragen stellen, wie wir Gesellschaft organisieren, wie wir Ökonomie organisieren, wie wir Politik organisieren, dass diese Fragen, die Menschen sich vor 150 Jahren ungefähr gestellt haben, zumindest im Kern identisch sind mit den Fragen, die wir uns heute stellen. Da muss man gar nicht weit ausholen, wir leben weiterhin in einem Kapitalismus, der sich jetzt unter dem Schlagwort Neoliberalismus wieder entfesselt, der eine unheimliche Dynamik entwickelt hat, der sehr krisenanfällig ist. Also die Krisen werden immer, treten in immer kürzeren Abständen auf, die Verluste werden sozialisiert, werden von den Menschen getragen. Gleichzeitig sehen wir in Deutschland zum Beispiel, dass die Vermögensverteilung so ungleich ist, und das ist keine linke Spinnerei, sondern das stand in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die Vermögensverteilung ist so ungerecht oder so ungleich wie zuletzt in Zeiten des Kaiserreichs. Also die Frage der Demokratisierung der Ökonomie, Alternativen zu diesem neoliberalen, entfesselten Kapitalismus, der ja im Endeffekt die Interessen einer kleinen Gruppe befriedigt oder beziehungsweise nur befriedigen kann, da das eine immanente Logik ist. Genau, also vor diesem Hintergrund der kapitalistischen Entwicklung stellen sich uns natürlich Fragen, wie können wir das einfangen, wie können wir das verändern, sei es eine Revolution, sei es eine Transformation. Die Frage stellt sich, aber natürlich auch die Frage des Politischen stellt sich aktuell. Da muss man gar nicht weit ausholen. Wir schauen um uns herum. Wir sehen das Erstarken der extremen Rechten in Deutschland. Wir sehen das Erstarken der extremen Rechten in Frankreich, in den skandinavischen Ländern. Wir haben eine Regierungsbeteiligung der FPÖ in Österreich. Wir haben eine neofaschistische Partei, die mit einer von einem ehemaligen Clown angeführten Sammlungsbewegung, Volksbewegung in Italien die Regierung stellt. Und wir haben natürlich Donald Trump in den USA. Also es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die liberale Demokratie derzeit in einer Krise befindet und es ist nicht die erste Krise, in der sie sich befindet, sondern es sind wiederkehrende Krisenelemente, die sich kennzeichnen in einer Krise der Repräsentation,
in einer Verselbstständigung des bürokratischen Apparats, in einer Entfremdung der politischen Klasse von weiten Teilen der Bevölkerung. Und die politische Rechte hat für sich die Strategie entwickelt, die sie auch tatsächlich derzeit schon in die Tat umsetzt. Also es ist keine Drogen mehr. Sie reagieren darauf mit einer autoritären Umformung, Umgestaltung von Staat und Gesellschaft. Das ist natürlich erschreckend und sollte uns als Linke wachrufen. Und daher sollten wir Fragen von Demokratisierung, von einer wirklich tiefgehenden Demokratisierung aufwerfen. Wir sollten natürlich auch die Fragen klären, wie kann man Ökonomie demokratisieren. Denn auch die ökonomischen Zustände sind verantwortlich für die politischen Zustände. Und wir sehen also, dass diese Fragen, die die Menschen im 19. Jahrhundert, wir werden gleich ein bisschen drauf eingehen noch, aufgeworfen haben, die sie versucht haben, aus ihrer Zeit heraus zu beantworten, sehr identisch sind oder sehr gleich sind mit den Fragen, die wir uns heute stellen. Wobei man natürlich ehrlicherweise sagen muss, wir können die Zeit heute nicht mit dem 19. Jahrhundert vergleichen und auch nicht mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Doch sehen wir, dass es Kontinuitäten gibt und die sollten auch dazu einladen, sich auch mit so verstaubten Themen wie Rätedemokratie zu beschäftigen. Hansi hat es gerade schon vorgestellt, ich sitze nicht alleine hier vorne. Ich habe zwei Gäste mitgebracht, beziehungsweise wir sind als Gäste aus Hannover gekommen und Bernd hat hier das Heimspiel. Bernd Röttger ist promovierter Sozialwissenschaftler, ist Autor und auch Bildungsarbeiter, kann man sagen. Du bist ja vor allem an den Gramsci-Tagen hier in Braunschweig sehr aktiv beteiligt und arbeitest in deinen Werken auch viel zu Gewerkschaftspolitiken, zu Betrieben und Organisierung, zu Fragen von Konversionen, also alles genau, was schon in diese Richtung geht. Zu meiner rechten Seite Michael Buchmiller, Professor emeriert, Politologe. Ich habe ihn noch kennenlernen dürfen in der Uni damals, das ist auch schon fast 15 Jahre her. Michael hat viel zu Themen der Arbeiterbewegung geschrieben, gearbeitet, hat zu Karl Korsch gearbeitet und hat sehr konkret auch publiziert zu Themen der Rätedemokratie. Das heißt, wir haben ja heute links und rechts neben mir zwei absolute Experten sitzen. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, dass das ein rein männliches Podium ist, also mit mir auch noch drin. Das kommt manchmal vor, aber natürlich versuchen wir seinen auszugleichen. Es weist nicht auf einen Qualitätsmangel hin, hoffe ich, aber man sollte es ansprechen. Natürlich eigentlich versuchen wir schon auch das Podium paritätisch zu besetzen, aber natürlich durch die besonderen Fachkenntnisse, die heute gefordert sind, haben wir tatsächlich zwei große Experten sitzen. Das Glück, dass wir nach Fassauer nicht hier sind. Ja, dann hätten wir nur noch Clara Zetkin eingeladen oder sowas. Das wäre natürlich offen gewesen. Nein, ja. Das vorweg erstmal zum Thema, wie wir darauf kommen und was wir uns darunter vorstellen. Wir haben das für heute Abend so geplant, dass wir den ersten Teil des Abends hier vorne ins Gespräch kommen möchten. Also ich möchte nachher ein bisschen weniger reden als jetzt, aber ihr werdet es nachsehen, dass ich noch ein paar Worte sagen muss. Wir werden uns nicht, also es wird hier keine Chronologie der Ereignisse geben. Wir werden nicht einfach nacherzählen, was wann passiert ist, was an dem Tag passiert ist, wie der reagiert hat. Wir werden natürlich auf Ereignisse eingehen. Weil vielmehr möchten wir uns Bezug nehmen auf meine Einleitung eigentlich mit der Idee vor allem erstmal befassen, mit der Idee und mit der Ideengeschichte, mit der Theorie der Rätedemokratie. Was meint das eigentlich? Was ist eigentlich für eine Idee? Was steht dieser Idee eigentlich vor? Wovon grenzt sie sich ab? Was ist nicht in ihrem Sinne? Dann nach einer kleinen theoretischen Einleitung würden wir uns mit praktischen Versuchen, mit Feldversuchen beschäftigen und mal gucken, wo hat man denn versucht, Rätegedanken, Rätekonzepte in die Tat umzusetzen. Das fing nicht erst, das kann ich schon mal als kleine Vorschau machen, das fing nicht erst 1917 in Russland an, sondern da gab es auch vorher schon praktische Erfahrungen, die auch wichtig sind, um zu verstehen, was 1917 passiert ist und was 1918 passiert ist und auch danach. Darauf werden wir eingehen und werden natürlich einen großen Schwerpunkt nochmal auf die Situation der Rätebewegung in Deutschland legen, auf die, auf das Verhältnis von Rätebewegungen und anderen revolutionären Bewegungen und Gruppen im Rahmen der Novemberrevolution. Wir werden aber auch noch im Anschluss einen kleinen Ausblick wagen über den deutschen Tellerrand hinaus und werden mal nach Italien gucken, denn dort gab es auch einen Theoretiker, Antonio Gramsci, einen großen Experten, der wirklich neben mir sitzen, der sich seine eigenen Gedanken gemacht hat, auch um die Verbindung von betrieblichen Kämpfen und politischen Kämpfen. Wir wollen mal gucken, was Antonio Gramsci eigentlich dazu sagt und welche Ideen ihm eigentlich vorschwebten und ja, auf welchen Erfahrungen die eigentlich beruhten. Und danach haben wir natürlich die Möglichkeit, mit euch gemeinsam zu diskutieren, uns aufzutauschen, Kritik anzuhören.
können aber auch über ganz andere Themen, die natürlich hier zu dem Hauptthema passen, diskutieren. Wir sind auf alles vorbereitet, alles kann, nichts muss. Genau, und das ist so ein bisschen der Plan für heute Abend. Ja, damit haben wir alles vorweg geklärt. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie wir anfangen. Die Frage haben wir uns tatsächlich auch gestellt. Wir haben ein bisschen gegrübelt, was man machen könnte. Wir haben Abstand davon genommen, euch zu erklären, was ein Rat an sich ist. Ich glaube, der Rat als ein Organ der Interessenausverhandlungen ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheitsgeschichte. Also man hat das Bild, oder ich habe zumindest das Bild vor Augen, der Jäger, die ums Feuer sitzen, darüber diskutieren, wie das Fell des Bären verteilt wird und wie die Jagdgründe man geht. Das meinen wir heute nicht mit Räten. Die gab es auch in der Antike und im Mittelalter, Stadträte. Also der Rat an sich ist keine Erfindung der Arbeiterbewegung. Aber wir haben uns überlegt, anzufangen, also wir haben ja nicht nur 100 Jahre Novemberrevolution, also wir haben ein ganzes Jahr von Jubiläen, die dazu einladen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. 100 Jahre Novemberrevolution, wir haben 200 Jahre Geburtstag von Karl Marx, wir haben 50 Jahre 1968 und wir haben 170 Jahre Kommunistisches Manifest. Und genau mit diesem Kommunistischen Manifest möchten wir eigentlich beginnen und eigentlich mal gucken, also die erste große programmatische Schrift einer neuen Bewegung, die aufkommt, der kommunistischen Bewegung. Und haben mal geguckt, was steht da eigentlich, steht da was über Demokratie drin? Also die Demokratie ist ja gerade um sich entwickeln, ist ja gerade um sich entfalten, es sind vor allem die bürgerlichen, liberalen Kräfte, die sie vorantreiben. Und auf einmal kommen diese Kommunisten mit einem Programm raus, was beginnt, ein Gespenst geht um in Europa. Und haben geguckt, was steht da eigentlich in Demokratie drin. Es steht nicht ausführlich viel drin, aber es stehen trotzdem, die Sachen, die drinstehen, sind sehr spannend. Und das ist eigentlich so der Punkt, wo wir mit einsteigen möchten. Denn, das darf ich sagen, Marx schreibt im Kommunistischen Manifest, dass es ein Ziel der proletarischen Revolution sein muss, die Demokratie zu erkämpfen, zu erringen. Das ist ein großes Ziel. Aber er meint mit Demokratie nicht das, was die meisten seiner Zeitgenossen meinen. Also vor allem die bürgerlichen Kräfte, die 1848er und in anderen Ländern. Und das ist so ein bisschen der Punkt, womit wir einsteigen könnten eigentlich. Welches Demokratieverständnis hat eigentlich Marx überhaupt? Was meint er, was versteht er in der Demokratie? Was sind seine Ideale von Demokratie? Hat er vielleicht Vorbilder? Und damit verbunden die Frage, wovon grenzt sich Marx eigentlich ab mit seinem Demokratiebegriff? Was meint er nicht mit Demokratie? Naja, was er zunächst meint, und da kommt man, glaube ich, schon auf Besonderheiten in der Geschichte, speziell jetzt eben das Manifest der Kommunistischen Partei war ja nun für Deutschland geschrieben, aber es ist in England erschienen. Das heißt, die deutsche Demokratie ist in England gegründet worden, theoretisch, und insofern ist der Demokratiebegriff, den Marx in diesem meisten verbreiteten Schriftstück der jüngeren Literaturgeschichte, das immer noch eine große Anziehungskraft und auch historische Gültigkeit hat, ein ganz entscheidender Punkt, nämlich, dass er zunächst den Kommunismus nicht als eine Hirnweberei, als eine besondere Fantasie von Leuten, die sich was ausgedacht haben, wie die Welt sein soll. Also sozusagen wie Campanella oder wie andere Utopiker oder wie Morus, die sich irgendeine Trauminsel erdacht haben und sie der bestehenden Gesellschaft gegenüberstellen, um die Menschen anzufeuern, nach diesem Ideal zu streben. Marx schreibt den atemberaubenden Satz, dass die Kommunisten eben keine Idealisten sind, sondern nichts anderes als die vor unseren Augen vor sich gehende Bewegung. Wir sind nur Ausdruck einer wirklich stattfindenden Bewegung. Das bedeutet, dass die Kommunisten im Grunde schon eine Gesellschaftsanalyse haben, die sie praktizieren und damit Gesellschaft verändern, aber noch nicht sozusagen am historischen Ort sind, wo der Kommunismus verwirklichbar ist. Das heißt, der Kommunismus ist nicht immer verwirklichbar, heißt es in dem von Engels Luther nachempfundenen kommunistischen Katechismus, der so aufgebaut ist, sozusagen wie bei Luther, was ist die Taufe? Die Taufe ist nicht allein schlecht Wasser, sondern was ist der Kommunismus? Lässt er sich überall? Nein, nicht. Er muss seine historischen Voraussetzungen haben.
Deshalb schlägt das Kommunistische Manifest, das ja mit einer historischen, ökonomischen, politischen Analyse der Zustände der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft, die damals ja noch relativ jung war, in ihren Auswirkungen Zielbestimmungen und natürlich auch politische Tagesforderungen aufgreift und widerlegt, was man ihm vorwirft und so weiter. Aber das Entscheidende ist, dass Marx vorschlägt, ein Bündnis mit der bürgerlichen Demokratie einzugehen. Und damit sind wir natürlich bei einem wichtigen Punkt, nämlich, was ist die bürgerliche Demokratie 1848? Im Übrigen eben ein historisches Dokument, das Kommunistische Manifest, wo die Revolution und das Dokument unmittelbar zusammenfallen. Das ist schon interessant, dass sozusagen im Februar das rauskommt, im März fängt die Revolution an. Da gibt es nicht sehr viele Schriftstücke revolutionärer Art, die sozusagen in Koinzidenz sind mit den tatsächlichen historischen Ereignissen. Dieses Bündnis ist auch von seinen Gegnern heftig bestritten worden. Das heißt, ist das nicht ein logischer Fehler, dass wir erstmal jenen aufs Pferd helfen müssen, die wir dann zu gegebener Zeit wieder runterreißen, wenn sich das richtig entwickelt hat. Das heißt, wir bekämpfen die bürgerliche Demokratie, helfen ihr aber jetzt erstmal zur Macht. Das heißt, es ist ein historischer Entwicklungsprozess, der im Kommunistischen Manifest angedacht wird. Und da muss man natürlich dann sagen, wie hat sich in der Geschichte die Demokratie und der Gedanke der Demokratie realisiert. Wovon hängt das ab? In England beispielsweise haben wir schon im 17. Jahrhundert den Aufstieg der Bourgeoisie, der industriellen Klasse, die dem Königshaus, dem autoritären Königshaus, dem Alleinbestimmenden so viel Rechte abbringt, dass das Königshaus in seiner alleinigen Macht nicht mehr schalten und walten kann. Das heißt, es sind die ersten Formen der Demokratie, die natürlich auch in England zum Beispiel eine andere Entwicklungsform auf der Arbeiterbewegung konstituiert haben als auf dem Kontinent. Die Demokratie in Frankreich ist der Jakobinismus, ist Robespierre, das ist die Partei der Demokratie. Für die anderen ist es die Partei des Terrorismus. Das heißt, die Verwirklichung der Demokratie hat unterschiedliche Facetten und natürlich auch unterschiedliche historische Ausprägungen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja geht's noch? Da sind wir doch schon da. Besser geht's doch gar nicht. Das heißt, der Überschuss, der ideologische Überschuss, mit dem die bürgerliche Revolution ins Werk tritt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja, dann los ans Werk. Jetzt fragt man sich natürlich, warum die Brüderlichkeit so Kanten und Ecken hat, warum die einen mehr brüderlich sind als die anderen, warum die einen mehr Freiheit haben als die anderen. Das heißt, wir haben eine Phase ungefähr von 50 Jahren, ich will das nicht alles rekonstruieren, wo deutlich wird, warum funktioniert das nicht so? Warum entsteht Armut? Warum entstehen Konflikte? Und es werden wunderbare Träume gemacht, Fourier und so weiter. Jeder macht so seine Modelle. Saint-Simon, das sind sozusagen die 68er der damaligen Zeit, die sagen, wir wissen, wie es geht. Wir studieren den Kapitalismus und wir bringen den Kapitalismus so auf Vordermann, dass alles gut verteilt wird und dass es gut funktioniert. Man nennt sie kurzum die Frühsozialisten, das heißt also die Sozialisten, die darüber nachdenken, warum die Versprechen der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, warum diese Form der Demokratie nicht in die Sprünge kommt, warum das sich nicht realisieren lässt, woran hapert es? Und da steigt Marx sozusagen in den Umbrüchen, 30 hat es schon eine Revolution wieder gegeben, 48 bahnt sich etwas an, das heißt also, die Konfliktlinien sind erkennbar und Marx hat schon die ersten theoretischen, analytischen Kategorien entwickelt, woran es liegen könnte. Die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Das heißt,
Es sind Konflikte ökonomischer Strukturen, die sich entwickeln. Und aus diesen ökonomischen Strukturen entwickeln sich auch politische Gestaltungsfelder wie die Demokratie. Und so ist natürlich sozusagen für uns, Klammer auf, Kommunisten, die bürgerliche Demokratie gegenüber dem Absolutismus ein absoluter Fortschritt. Denn sie grenzt die staatlichen Eingriffe gegenüber den Personen, sie grenzt die Eingriffe gegenüber Freiheitsrechten ein. Das bedeutet, die Entfaltungsmöglichkeiten sind größer. Insofern haben wir dann auch politische Rechte, um uns entfalten zu können, um unsere Ziele und unsere Kritikpunkte in der Entwicklung der Gesellschaft voranzutreiben. Das bedeutet also, dass dieser Demokratiebegriff der bürgerlichen Demokratie ökonomisch abgefedert, unterfüttert sein muss und dass die Weiterentwicklung zur wirklichen Gestaltung einer demokratischen Gesellschaft von den unter unseren Augen vor sich gehenden Bewegungen gestaltet wird. Und das ist sozusagen die Arbeiterbewegung. Das heißt, die gescheiterte 48er Revolution sagt, das Bündnis zwischen Brüderlichkeit, Freiheit, das ist zerbrochen. Es geht nicht weiter. Wir haben es politisch in dieser Revolution 48 gesehen und er prägt damit das Bild, dass die Niederschlagung des proletarischen Aufstands im Juni 48 die Trikolore, die Freiheitsfahne der französischen Revolution in das Blutbad getaucht hat, in die rote Fahne der proletarischen Revolution. Das ist sozusagen das Weiterentwicklungsfeld für den Kommunismus, für die Arbeiterbewegung als eine Theorie, die damit das politische System kritisieren kann, weil es die ökonomischen Fundierungen des politischen Systems der bürgerlichen Demokratie kritisieren kann. Vielleicht mal so. Ja, vielen Dank. Möchtest du anschließen? Ja, ich kann da unmittelbar anschließen, aber ich dachte, wir sollten Streitgespräche führen. Das wird aber schwierig. Also kannst du vielleicht mal ein bisschen präzisieren und auf die Rede dann zuspitzen. Also ausgehend von dem Manifest. Das Manifest ist eine historische Ortsbestimmung in der Tat des, der kapitalistischen Produktionsweise 1848. Und es hat in der Tat die zwei beeindruckenden Grundgedanken, die dann für die Räte-Diskussion von Relevanz sind. Nämlich erstens, das ist ja hinreichend bekannt, Marx zeichnet ein sehr euphorisches Bild von der höchst revolutionären Rolle der Bourgeoisie. Nämlich sozusagen die alte Herrschaft, das alte Regime, das Ancien Regime wegzufegen und eine bürgerlich-parlamentarische, demokratische Ordnung zu errichten, die er gleichsam aber sozusagen kritisiert als den Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisie verwaltet. Also der bürgerliche Staat ist ein Klassenstaat, aber er ist immer noch besser als der vorher sozusagen feudale Staat. Und dann gibt es diesen bezeichnenden Satz, ich zitiere einfach mal aus dem Manifest: In Deutschland kämpft die kommunistische Partei, sobald die Bourgeoisie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der Bourgeoisie gegen die absolute Monarchie, das feudale Grundeigentum und die Kleinbürgerei. Also, wir kämpfen gemeinsam für demokratische Freiheiten wie Presse- und Redefreiheit, Koalitionsfreiheit, allgemeines Wahlrecht. Und dann geht es aber weiter. Sie machen das deswegen gemeinsam, Zitat weiter aus dem Manifest, damit die deutschen Arbeiter sogleich die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen, welche die Bourgeoisie mit ihrer Herrschaft herbeiführen muss, als ebenso viele Waffen gegen die Bourgeoisie kehren können, damit nach dem Sturz der reaktionären Klassen in Deutschland sofort der Kampf gegen die Bourgeoisie selbst beginnt. Also kämpft gemeinsam, um die Bedingungen zu schaffen, damit sich der eigene Kampf dann gegen die richtet, mit denen man vorher gemeinsam gekämpft hat. Das ist Dialektik. So. Zum anderen gibt es bei Marx den Hinweis im Manifest,
Zitat wiederum, der nächste Zweck der Kommunisten ist derselbe wie der aller übrigen proletarischen Parteien. Bildung des Proletariats zur Klasse, Sturz der Bourgeoisie-Herrschaft, Eroberung der politischen Macht durch das Proletariat. Also, Proletariat soll auf einmal diesen gemeinsamen Ausschuss, der nur in der Lage ist, die gemeinschaftlichen Geschäfte der Bourgeoisie zu verwalten, auf einmal übernehmen. Offensichtlichen Widerspruch. Damit kann sich sozusagen nicht das realisieren, was Marx und Engels im Manifest vor Augen haben, nämlich die freie Assoziation der Produzenten. Eine Assoziation, wiederum Zitat, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Das hat nichts mit Staatsrepression zu tun, das hat nichts mit Staatsherrschaft zu tun, das hat mit sowas wie gesellschaftlicher, freiwilliger Assoziierung zu tun, mit Selbstverwaltung. Da gibt es offensichtlich in dieser Schrift, Kommunistisches Manifest, verschiedene Widersprüche, die aufscheinen. Das betrifft insbesondere die Rolle der Bourgeoisie. Und da kommen wir jetzt zu der Frage der Rätebewegung. Also es gibt natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt des Manifestes, ist auch eine relativ kryptische Skizze, wie sich sozusagen der vereinzelte Lohnarbeitende notwendigerweise dann zu einem Klassensubjekt, zu einem historischen Subjekt entwickelt im Manifest. Das wird auf einer halben Seite abgehandelt. Also irgendwann gehen die gemeinsame Koalition ein, das ist aber erst berufsständig, dann wird es sozusagen national und irgendwann wird es dann die große internationale Verbrüderung der Klasse. Wunderbar. Das gab es damals noch nicht, als das Ding geschrieben wurde. Das muss man auch berücksichtigen. Aber worauf ich hinaus will, ist was anderes. Sozusagen dieses vermeintlich sich konstituierende, das Werden des Proletariats zur Klasse, diese Konstitution zu einem revolutionären Subjekt, ist dann tatsächlich 50 Jahre später weitgehend vollzog sich scheinbar hinter dem Rücken der handelnden Akteure, auch der inzwischen teilweise schon institutionalisierten Arbeiterbewegung. Um meine Position vielleicht nochmal deutlich zu machen, was die Frage der Rätedemokratie anbetrifft. Es gibt ein Zitat von einem von mir ja sehr geschätzten, Leute auf Braunschweig wissen das, von mir sehr geschätzten Autor, nämlich Peter Weiß, geschrieben in den Notizbüchern, die er parallel zu seiner Ästhetik des Widerstands verfasst hat. Da gibt es den sehr kryptischen Satz, 1918. Die Massen gehen nach links, die Führer nach rechts. Vordergründig schien mir das, ich habe es oft zitiert, schien mir das auch durchaus richtig. Und die Rätebewegung ist sozusagen der organische Ausdruck einer sich selbst organisierenden, nach Selbstverwaltung strebenden, sich selbst verändernden, sich dynamisch transformierenden Arbeiterklasse, links, die sich gegen eine vielleicht etablierte, schon saturierte eigene Organisation stellt. Allerdings, wenn man sich das anguckt, was denn aus dieser nach links gehenden Bewegung geworden ist, nach 1918, muss man Zweifel anmelden. Also in Deutschland hat die ehemals revolutionäre Linke inzwischen die Rolle übernommen, die Marx und Engels im Kommunistischen Manifest der Bourgeoisie zugeordnet haben, nämlich eine bürgerlich-parlamentarische Demokratie zu schaffen. Das hat die Bourgeoisie nicht hingekriegt. Mit ganz bestimmten Entwicklungsstadien des deutschen Kapitalismus zusammen, den Klassenfraktionen, die nach wie vor dominierten, nämlich die Schwerindustrie, die das gar kein Interesse daran hatte und auch die Gewerkschaften nicht akzeptieren wollten und so weiter und so fort. Also eigentlich den revolutionären Kräften fiel auf einmal die Funktion zu. Und die Rätebewegung von deutsche Novemberrevolution hatte letztendlich als großartigen Erfolg etwas zu schaffen, was eine bürgerlich-demokratische Ordnung ist, letztendlich. Aber was sie nicht geschafft hat, ist quasi die Entwicklungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise. Noch schlimmer war es eigentlich in Italien. Während Antonio Gramsci 1918, 19, 20 noch den Fabrikrat als das Modell des proletarischen Staates feierte, hat sich dieser Fabrikrat oder das, was von übrig geblieben ist, letztendlich 4 Jahre später, 5 Jahre später,
zu der betrieblichen Speerspitze faschistischer, fordistischer Modernisierung der italienischen Ökonomie entwickelt. Das ist erklärungsbedürftig. Also was durch diese Räte, ja, die Massen, die Räte als Ausdruck dieser linken Massenbewegung, die sich herausbildet, was sich aus diesen Räten entwickelt, ist offensichtlich etwas anderes als das, was sie eigentlich versprechen oder von sich versprochen haben. Also mein Plädoyer und meine Position ist, wir müssen uns verstärkt um die Dialektik der Kämpfe kümmern. Nämlich, es entsteht etwas wie Redebewegung, aber sie wird, durch was auch immer, sie wird verraten und gemeinsam erschöpft diese Dialektik von revolutionären Kämpfen nicht in der Dialektik von Revolution und Konterrevolution, sondern es ist eine Dialektik, die der revolutionären Bewegung selbst innewohnt. Das heißt, sie produziert Verhältnisse, die sie nicht haben wollte, die aber sozusagen Rückwirkungen dann haben. Das bedeutet aber auch, und ich bin ja durchaus ein Freund des Rätegedankens, aber ich bin nicht der Meinung sozusagen, dass man den Rätegedanken sozusagen, dass das ein bereits fertiges Konzept ist, nachdem man irgendwelche Realitäten verändern könnte. Sondern Räte sind, ziehe ich mal Oskar Negt, was ich auch relativ gut finde. Also Oskar Negt hat irgendwo geschrieben, Rätebewegungen sind, Zitat, epochale Emanzipationsformen der Unterdrückten, Ausgebeuteten und Verelenden dieser Welt. In der Tat. Überall, wo das ideologische Versprechen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit mit Füßen getreten wird, erheben sich offensichtlich spontane eigene Organisationsformen in Gestalt von Reden. Zweites Zitat von Oskar Negt ist das, Zitat, die Idee der Selbstverwaltung durch Räte gewinnt immer dann an Boden, wenn die offiziellen politischen Herrschaftssysteme den Keim des Zusammenbruchs in sich tragen, wenn verselbstständigte Bürokratien oder Repräsentativorgane des bürgerlichen Staates nicht mehr imstande sind, elementare Interessen der überwiegenden Mehrheit des Volkes zu vertreten. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, wie das ganze Veranstaltung da sozusagen überschreibt, Geschichte und Aktualität. Was haben wir denn gegenwärtig für eine Situation? Wo wird denn sozusagen, werden denn die Menschen noch durch eine Bürokratie oder durch ihre eigenen Repräsentativorgane wirklich vertreten in ihren Interessen? Ist das nicht der historische Humus, auf dem eine Rätebewegung eine unwahrscheinliche Renaissance erfahren müsste? Fragezeichen. Warum tut sie das heute eigentlich nicht? Warum gibt es nicht diese selbst begründeten, selbst organisierten Veranstaltungsformen, die sich gegen die eigene Organisation richten? Die Gewerkschaften, was Gramsci auch so, den italienischen Fabrikrat hat er sozusagen interpretiert als eine Bewegungsform der italienischen Arbeiter gegen ihre eigene Organisation, nämlich eine völlig reformistisch rechtsabweichende Gewerkschaftsbewegung. Was passiert heute? Die Nicht-Repräsentation der Protest artikuliert sich auch gegen rechts. Ja, da muss man, glaube ich, aber eingreifen, jetzt auch wiederum historisch, dass sich ja aus der 48er Revolution, wir haben also jetzt das Kommunistische Manifest interpretiert, aber die Tatsache, dass diese Revolution blutig niedergeschlagen worden ist, also Marx dann 1952 in London, der gallische Hahn nur noch krächzt und nicht mehr triumphiert, ist eine kleine, aber nicht unerhebliche Verschiebung gibt mit dem Bündnis und der Beteiligung. Das heißt, die Vorstellung der Erringung der Demokratie wanderte in die Arbeiterbewegung in einer entscheidenden Fraktion, nämlich der Marxischen Fraktion, sozusagen in die Parlamentarisierung der Arbeiterbewegung selbst. Die heftige Auseinandersetzung, die in der ersten Internationale, also zwischen den 60er und 70er Jahren stattgefunden hat, war der Streit zwischen der Mehrheitsfraktion um Bakunin, dass man sich an irgendeiner Staatseroberung niemals beteiligen darf,
sozusagen der von den Brosamen des Staates frisst, der kommt darin um. Das wusste der Russe Bakunin sehr gut, denn der hatte den Zarismus im Hintergrund und war auch schon in der Peter-Faust-Festung. Der intellektuelle Marx hatte sozusagen das Revolutionsmodell der französischen Revolution im Sinne einer Erweiterung und einer notwendigen, in sich erschöpfenden Entwicklung gedacht, sozusagen. Und das wird bereits im Kommunistischen Manifest angedeutet, dass die Bourgeoisie ihre eigenen Totengräber produziert. Das heißt, je mehr wir das System entwickeln, wird der Keim ihres eigenen Untergangs zum Vorschein kommen und wir sind die Erben dieses Systems. Und wir gestalten dann mit diesem System die soziale Realität um. Sprich, ganz kurz, ja? Zur Erläuterung nochmal für die, die vielleicht den Konflikt zwischen Bakunin und Marx nicht genau kennen, es ging tatsächlich genau um die Frage des Staates, wie hältst du es mit dem Staat? Ja. Marx hatte ja gerade eben nochmal, hatte ja gesagt, wir müssen das Proletariat erringt die Staatsmacht, baut den Staat um, so dass ein proletarischer Staat wird, ein starker zentralistischer proletarischer Staat, und dann wird der Staat absterben, hat Engels dann geschrieben. Also der wird sich dann erledigen, weil es die Klasse der Bourgeoisie nicht mehr gibt. Also das quasi automatische Absterben des Staates, während Bakunin gesagt hat, das bringt überhaupt nichts mit diesem Staat, das bringt nur eine neue Herrschaft hervor, wir müssen gegen den Kapitalismus und gegen den Staat gleichzeitig kämpfen. Und das wollte ich nochmal deutlich machen, weil wir nachher so um so ein paar Feldversuche mal sprechen, was ist denn später passiert. Und dann kann man da den Gedanken, so den Konflikt nochmal aufgreifen vor dem Hinterkopf, wie hält man mit dem Staat, in wen richtete sich die ganze Revolution eigentlich und naja, wem schien die Geschichte dann im Endeffekt recht zu geben? Bakunin oder Marx? Da sind die Geister dazwischen. Ja, die Geister waren in der Tat, und Marx war ein hochkarätiger Intellektueller und er kam ja auch nur wie Maria zum Kind an den Tisch der Ersten Internationale und wurde beauftragt, die Inauguraladresse zu formulieren. Und er kannte die Stimmung sehr genau. Die Stimmung der Massen war, wir beteiligen uns da nicht. Das heißt, wir haben eine eigene Bewegung. Und Marx schmuggelt das Argument der Zahl, das heißt also das politische Argument, in die Gründungsadresse der Ersten Internationale hinein. Und um diesen Konflikt ging es ununterbrochen bis zur Auflösung. Der Witz an der Geschichte in Gänsefüßchen war natürlich der, dass justament diese Fraktion in der ersten räteähnlichen Konstellation, nämlich der hoffnungslosen Situation des eingeschlossenen Proletariats in Paris, Organisationsformen entwickelt worden sind, die dann später von der Arbeiterbewegung eben als das Urmodell der Räte und von Marx dann eben adaptiert worden ist in seiner Analyse und Propagandabroschüre für die Kommunen, dass Marx entgegen seiner eigenen Ansicht dieses Modell adaptiert hat und sagt, hier habt ihr dann bereits das Modell einer Arbeiterregierung. Kann das so stehen lassen? Ja. Und Nein, ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Das war schon eine These, die man auch... Das ist schon eine These. Aber der Witz an der Geschichte ist, dass sich dann die... Ich will es mal an einem entscheidenden... auch an einer Person, an der belgischen Arbeiterbewegung. Die Belgier, César de Pepe, ein wunderbarer Arzt, der sich für die Arbeiterbewegung engagiert hat, und er mit seinen Leuten in Belgien auf der Seite Bakunin. Es gibt ein wunderbares Buch zwischen Marx und Bakunin. Also er war eher Anhänger von Bakunin. Und mit der industriellen Entwicklung von Belgien wird César de Pepe der Anführung und Gründer der Sozialistischen Partei Belgiens und das Manifest für die Wahlrechtsreform. Das heißt, er war der Kampagnenführer für das Wahlrecht für die Arbeiter. Das heißt, der Anarchist ging plötzlich den parlamentarischen Weg. Das heißt, das Massenproletariat, das entsteht in der Fabrik, muss gesammelt werden, muss angeleitet werden, muss politisch organisiert werden. Und dahinter steckt die Idee, weil wir dann per freier Wahl, nicht durch Putsch, und so hat man dann immer die Anarchisten als Putschisten bezeichnet, sondern durch freie Wahl, was uns die bürgerliche Demokratie gewährt, werden wir den Staat erobern und dann die soziale Frage lösen. So konnte Bebel dann
glaube ich, es war 1911, sagen, keiner hier im Saal wird es, jeder hier im Saal wird noch erleben, wie wir ihre Stühle besetzen. Das heißt, da war sozusagen die Vorstellung, das bleibt alles, wie es ist, aber wir sitzen dann da. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Streikbewegung, wenn man noch zum Schluss ein Argument, die großen Streiks sind gar nicht von den Gewerkschaften angezettelt worden. Die wurden immer gebremst. 89, der große Streik, der also dann, nein, nein, nicht, nicht. Wir, der Generalstab von der Partei und den Gewerkschaften wissen, wann wir losschlagen. Es waren sozusagen spontane Streiks, das heißt, Ausbrüche aus der Organisation oder sogar gegen die Organisation. Und die anderen Probleme, die entstanden sind mit den Räten, das wäre das andere Argument, ist eben, dass sie in einer ausweglosen Situation häufig waren, wo keine Organisation, also wie bei der Pariser Kommune, wie 1905 in Petersburg und in gewisser Weise auch 1917 im Februar und speziell dann auch in der Überrumpelungstaktik von Lenin am Ende, dass er die Konstituante nicht akzeptiert. Also kurzum, ich will mal sagen, die quasi Verbürgerlichung der Arbeiterbewegung, dass sie die Methoden und die Institutionen der Arbeiterbewegung, der bürgerlichen Bewegung angenommen hat, ja, also in Italien sagte man immer Espresso oder so, also wenn es um den Haushalt ging für den Kolonial, dann war allerdings Noske schon am Apparat, aber die anderen sind dann rausgegangen zum Pinkeln. Das heißt, das ist, oder sie haben sich soziale Gratifikationen für die Bewilligung der Kriegskredite geben lassen. Das heißt, sie waren mehr und mehr Teil des Systems geworden. Und insofern ist natürlich bei einer Zusammenbruchssituation, wie sie von Oskar Nieck beschrieben wird, klar, dass die Massen sozusagen nach links gehen und die Führer nach rechts. Die These können wir auch mal überprüfen. Ja. Ich fand ja gerade, was du schon gesagt hast, der Pariser Kommune. Das ist ja auch das bisschen, was jetzt auch so in der Folge steht. Eigentlich, Marx hat sehr euphorisch über die Pariser Kommune geschrieben. Ja. Engels hat später gesagt, das ist eigentlich das Paradebeispiel für die Diktatur des Proletariats gewesen. Sie hätten es vielleicht, hast du gerade gesagt, habe ich verstanden, sie hätten es so ein bisschen im Nachhinein gehijackt, gekapert, hätten gesagt, ja, ich habe alles gesagt, was da so gelaufen ist. Würdest du das auch, hat die Pariser Kommune, so wie ich es bei dir rausgehört habe, jetzt wenig mit Marx zu tun? Man kann natürlich diese Schrift, wie auch die andere Frankreich-Schriften von Marx, deuten als den anderen Marx. Also es gäbe den zwei Marx, ne? Der eine ist der Marx des Kapital, das ist der Marx der Kritik der politischen Ökonomie, wo dann ganz bestimmte Begrifflichkeiten entwickelt werden und ausdefiniert werden und die Dialektik sozusagen wirklich begrifflich entwickelt wird, der kapitalistischen Produktionsweise. Und dann gibt es die historisch konkreten Schriften von Marx. In diesen historisch konkreten Schriften von Marx spielen diese Begrifflichkeiten des Kapitals immer gar keine Rolle. Das ist schon auffällig. Und von daher kann man immer sagen, es gab immer diese beiden Marx. Es gibt nicht die hinter dem Rücken der Akteure waltenden Bewegungsgesetze der kapitalistischen Produktionsweise, die aus den Strukturen dieser Produktionsweise, die Marx enthüllt hat und diesen allgemeinen Entwicklungsgesetzen sich permanent in der Geschichte immer wieder aufspüren lassen und durchsetzen. So, und das führt Marx in den historisch konkreten Schriften ja auch vor. Weil da spielen nämlich diese abstrakten Entwicklungsgesetze keine Rolle in der Analyse, sondern eher Kräfteverhältnisse, Bündnisse, die im Kapital alle nicht vorkommen. Im zweiten Band des Kapital gibt es keinen einzigen Akteur. Also von daher kann man das so durchaus so interpretieren. Das ist eine euphorische Schrift und das hat quasi etwas bewirkt, was dann zu einer relativen Hype von Räten geführt hat. Oder noch schlimmer, dass sich ein sogenannter Rätekommunismus gegenüber einem Parteikommunismus abgrenzt. Oder eine Rätebewegung, Rätedemokratie gegen eine parlamentarische Demokratie. Das halte ich allerdings für eine falsche Dogmatisierung des Ganzen. Also es gibt bei Marx in dieser Schrift, der Bürgerkrieg in Frankreich von 1871, dass diese Pariser Kommune, Zitat, die entdeckte politische Form sei, unter der die ökonomische Befreiung der Arbeit sich vollziehen könne. Und es sei bereits eine Form, weil Räte organisiert,
Und die, das steht jetzt nicht in dem Originaltext, sondern in irgendwelchen Entwürfen, die Marx kurz vorher geschrieben hat, das sei die Rücknahme der Staatsgewalt durch die Gesellschaft als ihre eigene lebendige Macht. Das ist der Kernpunkt, den er von Anarchisten eigentlich abhebt. Bei den Anarchisten geht es um Abschaffung der Macht, Abschaffung des Staates, Zerstörung des Staates. Der Staatsapparat ist repressiv, der gehört zerstört. Bei Marx ist dieses Bild nicht denkbar, weil wenn er schon sagt, sozusagen die Eroberung der politischen Macht ist die erste Pflicht der Arbeiterbewegung, dann muss er, hätte er eigentlich, und das ist die Herausforderung der politischen Arbeiterbewegung, immer gewesen, muss sie für ihre eigene politische Praxis innerhalb des bürgerlichen Staates eine Strategie entwickeln, durch die dieser bürgerliche Staat sozusagen zurückgenommen werden kann in die Gesellschaft. Marx, Gramsci nennt das auch, glaube ich, die Zurücknahme des Staates in die sich selbst regulierende Gesellschaft. Das ist der Kerngedanke des Absterbens des Staates. Er macht sich überflüssig, weil die Gesellschaft selbst befähigt ist, diese Funktion nicht repressiv, nicht im Klassenantagonismus selbst zu regeln. Der braucht diesen repressiven Staatsapparat, diesen Klassenstaat nicht mehr. Das ist der Grundgedanke. Aber du brauchst den Staatsapparat, du brauchst den Parlamentarismus, wie Marx dann selber Marx und Engels im Kommunistischen Manifest ja geschrieben hat. Wir brauchen die demokratischen Freiheitsrechte, damit wir uns entfalten können. Ohne die geht es nicht. Wir haben permanent niedergeknüppelt. Also müssen wir die demokratischen, bürgerlich-demokratischen Freiheitsrechte verteidigen. Um jeden Preis. Das ist auch Rosa Luxemburg letztendlich dagegen gewesen. Weil nämlich die Bourgeoisie das nicht mehr macht, weil die Bourgeoisie nicht mehr die revolutionäre Kraft ist. Luxemburgs Imperialismusanalyse. Also das hat natürlich wunderbar gegen Plechanow damals gerichtet das Argument. Also wenn Plechanow sagt, sozusagen in Russland gegeben hat, ja, aufgrund des Entwicklungsstandes des russischen Kapitalismus, würde jetzt sozusagen Russland an der Schwelle zum 20. Jahrhundert dastehen, wo die entwickelten kapitalistischen Gesellschaften schon 60, 70 Jahre vorher gestanden haben, und dann würde jetzt die Bourgeoisie eine revolutionäre Kraft bilden. Und deswegen könnte man genau mit dem Manifest, nämlich ein wunderbares Bündnis jetzt mit der russischen Bourgeoisie, schweißen. Und Luxemburg sagt, so ein Blödsinn hätte sie noch nie gelesen, das ist ein dogmatisches, völliger Idiotismus, weil es die neue Entwicklungsphase der kapitalistischen Produktionsweise nicht versteht und die russische Bourgeoisie notwendigerweise nämlich reaktionär werden müsse. Mit denen kannst du kein Bündnis machen. Und das war die ganze Revolutions, bestimmte die ganze Frage nach der Revolutionsstrategie in Russland, diese Debatte. Also es hängt schon alles mit dieser Theoriegeschichte zusammen. Aber wenn man sich auf die Rätebewegung bezieht, Gramsci, sagt es, und Lukács hat es auch gesagt, und viele haben es dann gesagt, die Rätebewegung in Italien vor allem, aber auch in anderen entwickelten kapitalistischen Gesellschaften ist deswegen gescheitert, weil sie letztendlich eine syndikalistische Bewegung war, eine rein betriebliche Bewegung war, die es versäumt hat, sozusagen Eroberungen im Staatsapparat zu machen, die unterstützend tätig sein konnten. Bei Lukács gibt es irgendwo, ich habe es aufgeschrieben, den schönen Satz, dass diese italienischen Arbeiter, Moment, alle, zwei Sätze. Lukács, ein Aufsatz aus dem Jahre 1920, Lukács. Der rein wirtschaftliche Kampf bedeutet aber in der heutigen Krise des Kapitalismus die Aufgabe aller ernsten Kämpfe, die aktive Unterstützung der Neuorganisation des Kapitalismus. Nachdem nun die Gewerkschaftsbürokratie irregeführte Arbeiterschaft nicht erkannte, dass sie die Staatsmacht ergreifen muss, wenn sie die Fabriken behalten will, erlitt sie eine Niederlage. Genau das ist der italienische Fall. Die italienischen Arbeiter haben mit ihren Fabrikräten die Produktion weitergeführt, ein paar Monate, und wurden dann von einer in der Tat irregeleiteten Gewerkschaftsführung, von mir aus geleitet von dem eigentlich, okay, von einer Gewerkschaftsführung, die sehr schnell einen Kompromiss mit dem italienischen Kapital gesucht hat, sozusagen wieder aus den Fabriken verjagt. Um das zu verhindern, hätte es eine Verknüpfung des ökonomischen und des politischen Kampfes geben müssen. Das heißt, eines Kampfes in den Betrieben in Form von Reden, die aber verknüpft werden mussten mit einem Kampf innerhalb des bürgerlich-parlamentarischen Systems, was man nicht einfach nur ablehnen kann.
Aber dann führt das Ganze nur in die Niederlage. Und das ist die Herausforderung der institutionalisierten, der reifen Arbeiterbewegung. Wenn du schon in den Parlamenten rumdümpelst mit deinen politischen Vertretern, dann musst du auch eine Idee haben, was die da tun. Oder mit Rosa Luxemburg, wenn du das nicht hast, dann kannst du eben Wasser schöpfen mit einem Sieg. Du hast noch die Hand hier. Bernd, das heißt aber, Parlamentarismus ist immer auch Parteiparlamentarismus. Das geht nicht, dass man sozusagen auf einer Rätedemokratie aufbauend ein Parlament entwickelt. Das hat immer auch was mit Parteien zu tun. Wenn man die Parteien weglegt lässt, dann würde das doch funktionieren können. Ja, wenn sich die Rätebewegung, die sich in der Tat so, wie es die Geschichte bisher gezeigt hat, aus den Fabriken heraus entwickelt. Das war aber nicht so, nur so gedacht. Sie sollten auch nicht eigentlich theoretisch auf die Fabriken reduziert bleiben. Wenn man Gramsci das liest, dann bilden die heute die ganze Branchen, weltweite Branchenräte. Aber die italienische Stahlindustrie wird dann verknüpft mit anderen, mit Bergbau oder sonst was. Ne? Alles. Wunderbar, hat nicht stattgefunden. Also, aber sie wurden sozusagen, sie konnten sich dahin nicht entfalten, weil sie die politischen Rahmenbedingungen nicht gefunden haben, unter denen sie sich zu diesen internationalen Assoziationen, wenn ich das jetzt mal, entwickeln konnten. Dieser parlamentarische Kampf ist ein Übergangskampf, der aber notwendig ist. Der wird geführt aufgrund natürlich bestehender Rechtsverfassung des Staates, des nationalen Staates vor allem, wird er geführt, muss er geführt werden, wahrscheinlich über Parteien. Warum? Ist das eine Frage oder ein Beitrag? Weil wir haben ein paar Punkte hier stehen, wir möchten nachher noch genug diskutieren, aber wenn es eine Verständnisfrage ist, dann bitte jetzt. Ansonsten die Mischung. Ich wollte von Bernd die zentrale These von Kier Rede kontra parlamentarische Demokratie, keine Polarisierung. Sie gehört zusammen. Das ist der Grundfehler der Linken, dass sie nicht trennen, dass die parlamentarische Demokratie eine bürgerliche Demokratie, eine Herrschaftsdemokratie, eine Fassaddemokratie eigentlich keine Demokratie ist und dass wir als Linke generell für die direkte Demokratie uns ansetzen, damit das beginnt in den Kitas, wo wir sagen, wir sind für demokratische Kitas, das geht in den Schulen weiter, wir sind für demokratische Schulen, wir sind für demokratische Medien, das heißt, wir umfassen die Demokratie, die Direktdemokratie in allen Lebens- und Arbeitsbereichen. Das macht doch die Linke nicht. Die tigert den Parlamentarismus hinterher und versucht noch mit der Regierung bürgerliche Reformen durchzusetzen. Also das ist der Grundfehler der Linken und darüber sollten wir auch nochmal, nicht heute, aber vielleicht morgen weiter diskutieren. Und der Marx hatte kein zwei Gesichter, hat sich immer für die Emanzipation der Abhängigen entschieden. Auch schon als Jugendlicher, als 23-Jähriger hat er gesagt, wir sind für die Entfaltung des Menschen. Nicht über den bürgerlichen Staat, sondern über den partizipativen direktdemokratischen Staat. Aber also diese Ethik, aber es dürfen wir auch morgen vertiefen. Aber du wirst mir doch zustimmen, dass diese Form von direkter Demokratie hochgradig sozusagen voraussetzungsvoll ist. Und sagen, dass diese Räte, das ist ja der Grundgedanke von selbstorganisierten Räten, dass sie sich selbst verändern, sich selbst befähigen, überhaupt Entscheidungen zu fällen, die nicht auf Kosten von anderen gehen, nämlich solidarische Entscheidungen zu fällen. Das ist voraussetzungsvoll, weil der Kapitalismus produziert erstmal heraus sozusagen Konkurrenzverhältnisse, in denen sich alle möglichen Menschen gegenseitig zerfleischen. Deswegen ein anderer Gedanke, der dann noch eine Rolle spielt, ist natürlich, dass Marx selber in der 48er Revolution, wir haben das Kommunistische Manifest hier genannt, eine relativ klare Vorstellung der dialektischen Entwicklung des Kapitalismus hatte. Das heißt, wie die Zukunft, nicht genau, aber wie sich das dialektisch herausentwickeln wird, hatte er durch seine Vorstellung der kapitalistischen Produktionsweise, die er da schon entwickelt hatte, in groben Zügen eine klare Vorstellung. Seine Konkurrenten und Widerstreiter, wie zum Beispiel Proudhon und so weiter, hatten andere Vorstellungen. Und da muss man sich natürlich, Marx hat in großen Linien und in großen Dimensionen gedacht. Da fragt man sich, muss das so sein? Das heißt, wäre nicht auch eine Entwicklung möglich gewesen, wie zum Beispiel die kleinen Gärten? Also was man heute sozusagen grüne Kritik, wo Selbstbestimmung und Selbstentfaltung, wie zum Beispiel bei Fourier und so weiter. Das heißt, die Dimension der Entwicklung, dass
die Freiheit der Menschheit durch das Höllental des Kapitalismus gehen muss, wie Marx meint, und koste es, was es wolle, auch in der politischen Anpassung, kann man ja nur sagen, die letzten 150 Jahre haben dieses Modell mindestens auch in Frage stellen lassen. Also mit Kriegen und Zerstörung und so weiter. Und das heißt also, dass man die Auseinandersetzung, wie sie natürlich dann in der Geschichte der Arbeiterbewegung immer geführt worden ist, die Anarchisten haben den Marx eben fast antisemitisch wie sein Gott Jahwe, er lässt keine Götter neben sich dulden, und umgekehrt Marx trotz seiner früheren Freundschaft mit Bakunin im Grunde, da musste Engels ran und wie ein Schneepflug dann den ganzen Mist wegräumen und so weiter. Und das waren ja Vorstellungen sozusagen, wir müssen uns mit den Kerlen da auseinandersetzen, damit unsere Linie siegt. Das ging sogar so weit, dass er 1870 im September den Einmarsch der Preußen in Frankreich für gut befand, weil dann schlagen die preußischen Heere den Protonismus, also solche verkehrten Vorstellungen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass er eine klare Vorstellung hatte, wie sich das entwickeln wird. Und da muss man auch wieder sagen, realistisch. Das heißt also, die Vorstellung, die dann am Ende des Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts sozusagen, wie wird es denn aussehen mit der globalen Entwicklung? Also du hast Luxemburg, die ganze Zusammenbruchstheorie und so weiter. Das heißt, wie wird der tendenzielle Fall der Profitrate den ganzen Laden zusammenbrechen lassen? Wie wird das gehen? Das heißt, sind wir die natürlichen Erben, das durch unsere Produktivkraft geschaffene, oder geht das Ganze in eine Destruktion, geht das Ganze in eine furchtbare Niederlage, wie es dann auch gekommen ist. Also kurzum, die verschiedenen Facetten, und das muss man natürlich auch, den Aspekt will ich noch auch speziell für unsere weitere Diskussion einbringen. Im Kommunistischen Manifest kommt auch der schöne Satz vor, die Bourgeoisie fügt dem Proletariat Bildungselemente zu. Das heißt, klar war natürlich, dass wir nur über die Theorie der Bourgeoisie uns selbst aufklären können, was hier jetzt stattfindet. Dieses Moment hat die Arbeiterbewegung in ihrer Frühzeit sehr massiv aufgenommen. Die Gründung und das Kommunistische Manifest war vom Kommunistischen Arbeiterbildungsverein. Das heißt, die erste Konstitution waren Bildungsvereine, keine Parteien. Das heißt, die Selbstbildung, die Selbstaufklärung, was wir tun. Wir brauchen eine Theorie, um zu verstehen, was wir tun. Also das war ja die Sache vor unseren Augen, vor sich gehenden Bewegung. Und das ist das Moment sozusagen, wenn man sich zu stark verbürokratisiert, parlamentarisiert, wo bleibt dann noch die Selbstbildung, die Selbstaufklärung? Ja? Das heißt, wie war denn die Sozialdemokratie organisiert, als sie dann tatsächlich das Ruder übernommen hat? Sagt, oh Gott, was ist denn hier los? Ja? Sie hatten keine Vorstellung über die zunächst zu unternehmenden Schritte. Nichts war vorbereitet, keine Bildung. Und das ist natürlich sozusagen schon gar nicht die Arbeitermasse, nicht mal die Führungsspitze waren gebildet. Und einen Schritt zurück jetzt. Ja. Also Marx hat ja im Kommunistischen Manifest noch gar nicht von Räten gesprochen. Der Begriff Räte kommt ja gar nicht vor. Und das Erste, was man so findet, ist auf 1851 eigentlich, wo er sich so ein bisschen Gedanken gemacht hat, wie führt man eine Revolution eigentlich durch? Was muss denn gemacht werden? Da fängt an, da müssen die Arbeiter müssen Waffen kriegen. Ne? Und dann wollte ich auch Offiziere wählen und sowas. Das ist schon, glaube ich, etwas, was so in diese Nähe von Soldatenräten kommt. Er spricht aber dann auch von Arbeiterkomitees, das ist, glaube ich, so der erste Begriff, der ihm fällt bei Marx, der in diese Richtung von Räten geht, diese Fabrikkomitees oder Arbeiterkomitees. Er spricht sehr viel von Selbstverwaltung, die alles im Kleinen stattfindet. Und überall vor Ort soll man sich organisieren, man soll sich selbst verwalten, man soll Strukturen aufbauen. Gleichzeitig hat er aber die Forderung und das Ideal eines starken proletarischen Zentralismus. Auf der einen Seite die Selbstverwaltung vor Ort, im Kleinen, überall gleichzeitig, auf der anderen Seite aber das Ideal eines proletarischen, zentralistischen Staates. Diesen Widerspruch hat Marx, soweit ich das
nachverfolgen kann, eigentlich nie aufgelöst, hat sich wahrscheinlich auch nie wirklich Gedanken drum gemacht und hat das gar nicht seine Aufgabe gesehen, diesen Widerspruch aufzulösen, das sollen ja die Praktiker machen. Wir sehen aber auch, also wir haben bei der Pariser Kommune jetzt gesehen, die ja nur 2 Monate Bestand hatte, die ja natürlich auch in Wirren eines verlorenen Krieges, einer totalen Umbruchssituation auf einmal da war, als ein wirklich revolutionäres Projekt, die vielleicht selber gar nicht so schnell wussten, was sie eigentlich machen sollen und wie sie das jetzt gestalten, die aber anscheinend jetzt weniger mit Marx zu tun hatten, als noch vielleicht eher mit Bakunin oder Proudhon. Aber diese Frage, also der Selbstverwaltung vor Ort, es bilden sich immer wieder, haben sich die Räte spontan gebildet. Das war ja selten auch der größten Revolution, selten, dass es die große Leitung gab, sondern die Räte entstehen spontan, so auch 1915 in Russland. Russland, das Zarenreich damals, ein sehr autokratischer, vielleicht auch totalitärer Staat, mit schweren innenpolitischen Problemen, kommt der Zar auf die Idee, wir brechen mal einen Krieg vom Zaun mit Japan. Dem hat man auch scheinbar verloren. Im Land brecht Unruhen aus. Es bilden sich Arbeiterräte. Jetzt kommen wir langsam in die Richtung, wo dann ein neuer Kopf auftaucht in der Geschichte, zwar nämlich Lenin. Ja, wie hat sich Lenin das vorgestellt? Also die Arbeiterräte sprießen wie die Pilze aus dem Boden. Lenin war ein treuer Marx-Schüler, hat sich um auf Marx berufen. Sag mal, Kautsky. Kautsky-Schüler, genau. Welche Gedanken hat Lenin sich gemacht, oder haben sie Trotzki oder andere 1905, welche Gedanken haben die sich gemacht, eigentlich diese Räte, die entstehen, zu organisieren, zu koordinieren? Hatten sie überhaupt Ideen 1905 schon? Also ich war alle auch ziemlich überrascht, dass überhaupt in Russland sowas sich Bahn bricht, widersprach ja zumindest Marx-Theorie. Das sitzen wir uns auch. Haben die sich Gedanken gemacht, wie hat Lenin darauf reagiert und sowas passiert? Also ich fühle jetzt Lenin an, er war nicht der Einzige, aber er war sicherlich die Person, die gerade 1917 also große Bedeutung ist und dann auch mit dem Bolschewismus und mit dem bolschewistischen System, der Räte auch nochmal ein sehr konkretes Modell aufbaut. Und aber 1905 natürlich etwas ganz Neues, Revolutionäres in Russland passiert. Und Luxemburg hat meines Erachtens die einzig richtige Antwort. Entschuldigung. Der Kapitalismus in seiner imperialistischen Phase funktioniert ganz anders als der komische Marx, obwohl er auch Luxemburg den sehr schätzt, was Marx vor 58 Jahren geschrieben hat. Und die Bourgeoisie ist keine revolutionäre Kraft mehr, schon gar nicht in Russland. Sie ist auch noch nicht mal mehr eine revolutionäre Kraft in der entwickelten kapitalistischen Gesellschaft, nämlich Deutschland. Und da hat sie nämlich auch, was hat Marx denn als revolutionäre Kraft beschrieben? Natürlich, dass die Produktionsverhältnisse und damit die Bedingungen, die Produktivkräfte permanent revolutioniert und damit die Bedingungen für die Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse schafft, einerseits. Auf der anderen Seite sozusagen ist sie politisch revolutionär, weil sie eine Monarchie hinwegfegt und ersetzt durch eine liberale Demokratie, unter der sich dann auch sozusagen eine Arbeiterbewegung entwickeln kann. Das war das Revolutionäre. Und Luxemburg sagt, auch in den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften Anfang des 20. Jahrhunderts hat die Bourgeoisie ihre revolutionäre Rolle erschöpft. Die einzigen, die heute noch demokratisch sein können, ist die Arbeiterbewegung. Das war Konsens, glaube ich. Gramsci sagt das Gleiche. Die Bourgeoisie ist nicht mehr in der Lage, die Demokratie zu verteilen. Ja, weil Parus und Trotzki, die Menschewiken, die sozusagen nicht so Marx-dogmatisch waren, klar erkannt haben, mit Rosa Luxemburg im Übrigen, und die dann vor Ort waren und Trotzki, und es hat im Übrigen auch nicht sehr viel länger gedauert, das war von Oktober bis Dezember, sozusagen die Bündelung der Betriebskomitees zu retten. Und das war natürlich eine neue Erfahrung, dass, und für Rosa Luxemburg auch entscheidend, dass jenseits der streng organisierten Parteidisziplin sozusagen die Massen sich selbst entfalten und auch selbst ein Bewusstsein davon sich entwickeln können. Das ist ganz entscheidend. Und damit war natürlich die andere Frage angeschnitten, das geschichtliche Subjekt. Das heißt, die Mechanik, was du schon genannt hast, Bernd, nicht? Also sozusagen jetzt kommt die bürgerliche Revolution, wann kommt das Proletariat dran als geschichtliches Subjekt? Und diese Melange, die dann in Kriegssituationen auftaucht, bringt natürlich auch etwas hervor, dass Leute sich
entwickeln und organisieren müssen, jenseits ihrer Organisation, weil sie sich dann nicht mehr repräsentiert fühlen. Und das ist das Entscheidende. Sowohl in der Novemberrevolution, wo es schon weiterentwickelt war als 1905 in Russland, und auch weiterentwickelt war als 17, weil wir es in Zentraleuropa und vor allen Dingen in Deutschland mit einer hervorragend organisierten Arbeiterbewegung zu tun hatten. Man hatte sogar wahlmäßig mal die stärkste Fraktion vor 1914 war. Also immerhin konnte man, alle blickten auf Deutschland, die haben eine gute Theorie, das ist es doch. Ja. Und dann kommt die Revolution, dann kommt erstmal der Krieg und sie sagen, wir machen mit. Und dann sagen sie 16, wir schließen einen Burgfrieden. Das heißt, die Unternehmen sagen, ja, ihr dürft jetzt einen Tarifvertrag machen, aber dafür haltet ihr die Schnauze. Und 3 Minuten nach der Revolution schließen sie mit den gleichen Unternehmen gleich nochmal einen Vertrag und binden die Gewerkschaften an die Konterrevolution. Also, sie ersetzen zwar den 8-Stunden-Tag durch und so weiter, grosso modo, ja. Das heißt also, alte gewerkschaftliche und die Tarifverhältnisse und so weiter. Aber kurzum, dass dann die jahrelange Vorstellung, wohin die Reise geht, plötzlich sich in ihren eigenen Organisationen nicht mehr repräsentiert fanden, das halte ich doch für selbstverständlich. Und das ist ein Moment, der rettete, wo dann auch geschichtlich meines Erachtens in dem Bloßparlamentarismus etwas Neues aufbricht. Und das ist auch die Aktualität. Du hast das vorhin schon mal kurz angedeutet. Das heißt, wenn ich das noch sagen darf, bitte. Unser Grundgesetz hat ein hohes Gut in Artikel 21, nämlich die Parteiendemokratie. Die Funktion der Parteien hat Verfassungsrang. Das heißt, sie sind das Bindeglied, Vermittlungsglied zwischen Parlament und dem Willen des Volkes und bringen das ins Parlament. Wo sind denn heute die großen Parteidiskussionen unten an der Basis? Da geht ein Schröder durch die Halle und sagt, ich bin der Kanzlerkandidat. Kannst du sagen, nö, kennen wir gar nicht. So, wo ist die Parteibasis, wo sind die Diskussionen auch der wichtigen gesellschaftlichen Probleme? Ja, das heißt, die Modernisierung von Kommunikationsstrukturen hat auch dazu geführt, dass die Parteien immer weniger dieses Binde- und Vermittlungsglied sind. Das ist eine große Bedrohung heute. Auf der anderen Seite merken wir Bürgerinitiativen, wohin das Auge reicht. Das heißt, die Selbstorganisation der Problemlagen in der Bevölkerung steigt. Wenn irgendwo eine Straße gebaut wird, wo der Grünfrosch nicht mehr drüber hopsen kann, schon hast du eine Bürgerinitiative. Das heißt also, unmittelbare Lebensbedürfnisse werden organisiert und artikuliert und auch wahrgenommen und auch sogar, also man muss sagen, die Grünen, also was ist denn das für eine Partei? Ja, die Grünen, das ist so etwas, das hat ja gar keinen ideologischen Bezug, wenn man so will. Der Baum ins Parlament geht doch nicht. Der kann nicht durch Dekrete von oben verordnet werden. Das ist der entscheidende komische Punkt. Ja. Natürlich gibt es in Deutschland diese, das hast du ja angesprochen, mit dem Burgfrieden. Das ist doch, die Ironie ist doch, sozusagen, nachdem die Großbourgeoisie, die Schwerindustrie in Deutschland permanent nichts mit den Gewerkschaften zu tun haben wollte, die sie die ganze Zeit bekämpft haben, sozusagen, mit diesem Burgfrieden 1916 und diesem wunderbaren Gesetz über den Vaterländischen Hilfsdienst, wie das so hieß, wurden die Gewerkschaften vom Staat erstmals als Verhandlungspartner akzeptiert. Nicht von der Schwerindustrie. Die Schwerindustrie stand dann allerdings unter dem Eindruck der Novemberrevolution und dem Sozialisierungsgesetz vor der, Neurose, die wollen uns unser Kapital wegnehmen. Und die übernehmen jetzt selbst die Betriebe. Ja, und deswegen 3 Tage später machen sie dieses komische Abkommen. Was sozusagen, lest mal Gewerkschaftsliteratur, was sozusagen die Geburtsstunde der Mitbestimmung, der Demokratie, der Tarifautonomie, sonst was ist. Dieses stilles Legin-Abkommen. Das wurde in der Tat nur geschadet. Für den guten Legin, einen Gewerkschaftsvertreter, ist das die Magna Carta der deutschen Arbeit. Ja, Stein, Empor, zu einem wunderbaren, akzeptierten Verhandlungspartner. Sein Kontrapunkt, sein Kontrahent, stilles Schwerindustrie, Ruhrgebiet, sagt, Zitat, Stinnes, wenn das hier, das Abkommen,
was dann tatsächlich das Betriebsrätegesetz vorbereitet hatte. Wenn das hier, das Abkommen, gemacht ist, fällt das andere, nämlich die Sozialisierung von selbst. Das war der Punkt. Und das ist der Klassenkompromiss. Abmorden sozusagen der revolutionären Spitze einer Rätebewegung, Kanalisierung dieser Räte in Gestalt von Betriebsräten, die dann allerdings eher auf den Betriebsfrieden und auf die Entwicklung von Produktivität und sonst was und auf die Entwicklung von Profit ausgerichtet ist und Verzicht auf die Sozialisierungsforderung. Das ist der Punkt. Und das zeigt sich auch politisch in einem ziemlichen Gruß oder einem ziemlichen Widerspruch. Dem hat offensichtlich die Rätebewegung nichts entgegensetzen können. Und ich würde es nicht nur einer Mehrheitssozialdemokratie verantworten, die es im Parlament vergeigt hat. Ich würde mal sagen, wir öffnen jetzt die Diskussion so ein bisschen. Es geht ja schon los. Hansi hat sich gemeldet. Wir können natürlich nur. Natürlich kann man jetzt auch die Diskussion weiterführen über das Scheitern. Da habe ich keinen Bock drauf. Da kann ich auch nicht. Das habe ich schon oft genug gehört. Ich möchte eigentlich nochmal zurück zu den Reden. Und zwar konkret zu den Reden in Braunschweig oder in Berlin. Was mir wichtig ist, wir haben ja schon heute öfter über Parteien gesprochen und auch über Gewerkschaften gesprochen. Und alle haben in diesem Raum anscheinend sind der Meinung, die Gewerkschaften und die Parteien, also die linken Parteien, SPD damals, weil es gab ja nur die eine Arbeiterpartei, das sind diejenigen, die das Ganze vorangetrieben hätten sein, machen sollen, tun oder wie auch immer. Das haben die nicht gemacht. Die Gewerkschaften in ganz Deutschland, im Deutschen Reich, haben nicht zum Streik aufgerufen. Das haben wir in Braunschweig, haben das die Jugendlichen gemacht. Das hat die USPD in Braunschweig gemacht. In Berlin haben es die Obleute gemacht. Also nicht mit den Gewerkschaften, sondern gegen die Gewerkschaften. Also die Gewerkschaften haben eine scheiß Rolle damals gespielt in der ganzen revolutionären Geschichte, das muss man festhalten. Aber sie waren halt so, wie sie waren. Und die MSPD war wie die MSPD. Darum ist es ja zur USPD-Gründung gekommen, im Braunschweig auch mit hervorragenden Qualitäten. Da hatten ja die Mehrheiten, haben sogar nach dem Niederschlag der Revolution, waren sie weiterhin mit in der Regierung. Und natürlich kann man jetzt alles sagen, dass das Sinnes-Legin-Abkommen und alles, was dort entwickelt wurde oder als Resultat der Novemberrevolution entstanden ist, auch besonders für die Arbeiterbewegung, ist ein Fliegenschiss, das kann man machen. Aber ich halte es für falsch. Es war der 8-Stunden-Tag, auch wenn der 24 wieder vom Tisch war, erstmal war er da. Der 8-Stunden-Tag ist ein Erfolg gewesen. Und so weiter und so weiter. Nein, es wird gleich mal gesagt, das ist ja dann hinterher alles wieder kassiert worden. Und spätestens 1933 war sowieso die ganze Arbeiterbewegung tot.